Freunde, was geht ab? Das war ein bisschen laut, oder? Entschuldigung, falls ich euch erschreckt habe. Verbotene Augen-OP, die in Deutschland beworben wird. Jasmin Gnucci Bubucci, vor einem Tag 80.000 Aufrufe. Wir schauen am rein. 10. Wir schauen rein, meine Freunde. Und ich. Ja, Böften gibt's endlich wieder Gnu-Merch. Ein kleiner Leak, was euch erwartet. Oh, oh mein Gott, was war das für satanistische. Halleluja. Gnu in Frieden oder was? Alter, wie geil. I Gnu. Ah, nicht so schnell. I Gnu what I want. Okay, das ist auch geil. Das vorhin mit dem. Und außerdem am besten sind die Plüschis. Oh, das ist süß. Ey, das ist süß. Zurück. Es wird nice. Kauft meins. Alter, ich muss da Gnu schreiben. Ich will so eins haben. Oh, es wäre urgeil. Oh, es wäre urgeil. Dass viele Menschen mit ihrer Optik unzufrieden sind. 10.12. Ey, das ist jetzt draußen. Schaut mal vorbei im Shop. Ja, nichts Neues. Und dass viele Leute sich unmöglichen Operationen unterziehen, die auch teilweise lebensgefährlich sind, auch nicht. Bestes Beispiel dafür ist immer der Brazilian Buttlift, der extrem gefährlich ist, indem du dein Eigenfett in den Hintern injizieren lässt. Was man sich heute übrigens auch injizieren lässt, ist Tätowierfarbe in die Hornhaut. Das kann, by the way, an der Stelle hier, ich sage jetzt mal Triggerwarnung oder so, könnte etwas ekelhaft werden. Ich habe das Video noch nicht gesehen, aber ich denke, die Jasmin, die ist da so fair und die gibt uns davor auch Bescheid, falls da irgendwas zu sehen ist. Um seine Augenfarbe zu ändern. Genau das wird mir gerade sehr oft in meine Timeline auf TikTok gespült. Und da stellt sich mir wie Jess die Frage, wohin soll das eigentlich alles noch führen? Ich habe bereits ein Video zu dem Thema gemacht, in der eine Firma, die sich Bright Ocular nennt, Leuten ein Linsenimplantat eingefügt hat. Gottes Willen. Gottes Willen. Also ich habe, ganz kurz, ich habe seit ungefähr einem Dreivierteljahr auf meiner Liste von Videos für den Hauptkanal, falls ich mal kein Thema habe, habe ich so ein Thema, Augentätowierungen und solche Geschichten. Und ich habe den besten Titel für dieses Video. Ich habe mir den Videotitel aufgeschrieben, wer blind sein will, muss leiden. Schwör bei Gott, das ist der beste Titel of all time. Aber ich bin nie dazu gekommen, dass ich das Video mache. Was zur Folge hatte, dass Leute nach 5 Jahren erblindet sind. Umso erschreckender finde ich es, wenn ich unter den TikToks, die momentan beworben werden, wie man seine Augenfarbe auf eine ganz neue Methode ändern kann, es Leute gibt, die immer noch sagen, geil, lass machen. Oder nach den Nebenwirkungen fragen. Oder ihre Freundin drauf verlinken, weil sie sagen, hey, du kannst jetzt deine Augenfarbe ändern. Geil. Interessant auch, dass die Klinik, die diese Operation durchführt, nur die mildesten Nebenwirkungen. Kera, irgendwas? Side effects are similar to post-LASIK ones. Temporary eye discomfort and light sensitivity, mild dryness of the eye. Ja. Temporärer Augendiskomfort und ein bisschen unangenehm. Hier drunter schreibt, aber zu den wirklichen Nebenwirkungen, Risiken kommen wir gleich. Diesen neuesten Es ist super tatsächlich für Leute, die schlecht sehen, die Augen tatsächlich tätowieren lassen, schwarz, die Augenbälle schwarz tätowieren lassen, weil dann kommt natürlich mehr Licht in die Augen rein und dann kannst du im Dunkeln sehen. Das ist der Wahnsinn. Aber tatsächlich, das ist ja das gleiche Prinzip, was viele Tiere anwenden. Da kannst du dann einfach im Dunkeln sehen. Ingriff nennt. Und das ist komplett. Da ist nur leichter Augendiskomfort. Das ist das Einzige, was passiert und dann ist es schon erledigt. Man übrigens Keratopigmentation. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Oder vielleicht auch Keratopigmentation. I don't know. Aber das hier wurde mir auf meine Timeline gespült. Entschuldigung, das ist noch nicht lustig, aber irgendwie schon. Komm, da ist sicher nicht GEMA-freie Musik. Wow, das schaut genau gleich aus. Achso, das ist vorher. Okay, das schaut immer noch genau gleich aus. Die Haare zu Berge. Vor allem möchte ich euch noch ein paar Ausschnitte zeigen zu dem Video, das ich damals zu dieser Bright Ocular Firma... Was? Wie hat das vorher ausgeschaut? Warte mal, auf meine Timeline gespült. Entschuldigung, ich hab's nicht ganz gesehen. Okay, sie kommt rein. Was geht ab? Wie schauen deine Augen aus? Dunkel, okay, so braun. Sau schöne Augen, by the way. Sehr, sehr schön. Und dann hellblau. Naja, mir ist nicht einmal aufgefallen, aber wenn es dir das wert ist. Zu dem Video, das ich damals zu dieser Bright Ocular Firma gemacht habe und den Betroffenen, die teilweise nach 3 bis 5 oder 10 Jahren dann auch erst Probleme hatten. This one, I got it out like 2 weeks ago because the implants, they've been
rubbing my iris. I lost 50% of my sight on this eye. I cannot really see. It's hard to even see the phone. It is horrible. Die Dame, die ihr gerade gesehen habt, hat sich nämlich ihre Implantate entfernen lassen. Leider ist sie dann fast erblindet, zum Glück nicht. Zu dem Zeitpunkt dachte sie aber, sie wird blind. They can do anything. I'm losing my sight. I'm at the doctors. I'm on my treatment, but they're getting worse. I'm gonna go blind. If you do bright ocular, you're gonna end up like this. Was mir übrigens sehr positiv... Bist du deppert, Alter. Also, Schönheitsoperationen, ja, sehe ich 100% ein, dass man dies und das und jenes machen möchte, aber ich würde mir niemals meine Augen anfassen lassen, es sei denn, es ist halt wirklich notwendig, ne? Also du kannst ja auch hier Augen lasern lassen und den ganzen Spaß, aber das sind ja medizinische Eingriffe, die eine Notwendigkeit haben, die gemacht werden müssen. Weißt du, was ich meine? Aber sowas, also sowas zu riskieren alleine, und ich bin mir sicher, okay, entweder du machst das und hast gesehen, okay, es gibt schon Leute davor, die das gemacht haben und die haben Probleme damit gehabt. Oder du machst es und es gab noch nie jemanden davor und du bist quasi so einer von den Ersten. Dann frage ich mich, okay, warum würdest du sowas machen? Ich weiß, keine Ahnung. So bei einer Prozedur, die es davor noch nicht gegeben hat, in den Augen. Never, never. Vor allem, wenn du halt dann erblindest, das ist ja, denn, also wenn du dann wirklich gar nichts mehr siehst, muss man jetzt den Unterschied machen zwischen blind und gar nichts sehen und so. Ich habe verstanden, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Egal, wurscht. Wenn du auch nur ein bisschen was von deiner Eyesight einfach verlierst, dann ist das schon für dein restliches Leben ein sehr, sehr schlechter Effekt, an den du dich erstmal gewöhnen musst. Und dann stellen sich auch viele Fragen. Okay, kannst du noch Auto fahren? Kannst du noch, weiß ich nicht, dies und das und jenes? Brauchst du vielleicht eine, keine Ahnung, eine Brille jetzt oder so? Ich weiß nicht, was da alles passieren kann. Na, Kalola, dankeschön. Und es ist so schade, weil eines von den, also die Augen sind wahrscheinlich so eins von den für mich persönlich wichtigsten Sinnesorganen, um mich in meinem Leben zu orientieren. Ich zum Beispiel, ich rieche fast gar nichts. Ich habe einen sehr, sehr schlechten Geruchssinn. Warum auch immer. Aber das ist eigentlich Wayne. Es ist tatsächlich ziemlich gut, wenn ich die Katzenscheiße nicht rieche in meinem Haus, ne? Also, nicht, dass die ganze Zeit nach Katzenscheiße riecht, nur halt, wenn gerade eine Katze scheiße war. Ihr wisst, was ich meine. Dann, was gibt's noch, Alter? Hören? Hören ist auch gut, aber ohne Hören, ja, kannst du ein Hörgerät reinhauen und sowas, dann geht's wieder besser. Schmecken wäre blöd, aber weißt du, kannst du ja immer noch, also komplette Geschmackssinn wirst du jetzt nicht verlieren. Und selbst wenn, dann kannst du Müsli mit Chili essen und sowas. Aber sehen, das ist schon sehr kritisch. Was mir aufgefallen ist zu diesen TikTok-Clips, die es da gibt, die diese neue Methode eben bewerben, dass sehr viele Leute andere warnen, die wahrscheinlich auch schon von den Bright Ocular-Phänomenen gehört haben und ihnen das Ganze ausreden wollen. Die Klinik selbst ist übrigens auch sehr aktiv in den Kommentaren und verteidigt ihren Eingriff fleißig. Denn ja, dieser Kommentar hier sagt, dass es nicht der gleiche Eingriff ist, wie es jetzt die Firma Bright Ocular gemacht hat, in der zahlreiche Menschen übrigens erblindet sind. Aber auch beim zweiten Kommentar muss ich hier mal einhaken. Denn sie sagen in diesem Kommentar, dass Keratopigmentation eine der sichersten Methoden ist, um die Augenfarbe zu wechseln. Ja, das glaube ich gerne. Das glaube ich for real gerne. Ich glaube denen das sofort. Wahrscheinlich willst du jetzt sagen, nein, das ist nicht so. Aber ich glaube denen das sofort. Aber nur, weil es eine von den sichersten ist. Yo, was ist eine von den sichersten Methoden, mir beide Arme zu brechen? Ja. Und das Interessante ist, das sagen sie selbst auf ihrer Website, es gibt mit der neuen Methode insgesamt 3 Methoden, um die Augenfarbe zu wechseln. Und von diesen 3 gibt es 2, die hochgradig gefährlich sind, von der sie ja selbst abraten. Und die erste ist das Platzieren von farbigen Implantaten und die Depigmentierung der Iris mit einem Laser. Das sind die 2 sehr gefährlichen Eingriffe. Sie sagen dazu, die erste Technik ist äußerst gefährlich. Es wurden zahlreiche Fälle von Erblindung beschrieben und die zweite Technik ist nicht sehr effizient. Sie kann auch zu Komplikationen, zum Beispiel einen Glaukom, führen. Und ja, dann stimmt ja auch wieder die Aussage, dass ihre Methode momentan die noch sicherste ist. Denn wenn die anderen schon blind machen, dann macht ihre Methode nur vielleicht blind. Versteht ihr den Punkt? Auch hier sehen wir einen weiteren TikTok. Es gibt Dutzende davon auf TikTok. Das sind so schöne Augen. Also for real. New color flag. Da, also, ey, ihr wisst es, ja? Der Küser hat die schönsten Augen. Die schönsten Augen überhaupt. Okay, was habe ich für Augenfarbe? Ich habe so grün,
und leicht gelb. Das ist die optimale Augenfarbe. Tatsächlich, Wissenschaftler haben das herausgefunden, dass Menschen mit meiner Augenfarbe haben das erfolgreichste Leben aller Zeiten. Und deswegen wollen das viele Leute machen. Verstehe ich. Jeder will so ausschauen wie ich. Ich kann es nachvollziehen, ja, aber das ist es einfach nicht wert. Ich bin sehr verblüfft, wie viel. Vor allem Depigmentierung. Das bedeutet im Endeffekt, der Laser geht her und, ich weiß nicht, zerstört die Farbpartikel in deiner Iris. Ist quasi wie Augenbleichen oder was? Wie viele es gibt und wie hart das Ganze beworben wird. Und das sieht halt nicht mal so. Das sieht halt nicht natürlich aus, ne? Du siehst, dass der Laser da den Rand wahrscheinlich irgendwie ausgelassen hat oder so. Da ist auch noch ein Stückchen. Oder vielleicht ist das einfach so. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel Jasmin, die hat auch. Oder nein. Nein, schaut das so aus? Schaut das so aus, wenn man blaue Augen hat? Sie hat da auch so einen Rand. Aha, Jasmin Exposed, die hat das auch machen lassen. Na, Spaß. Das schaut nicht natürlich aus. Oder vielleicht schaut das nur für mich nicht natürlich aus, weil ich weiß, dass es nicht natürlich ist. Und auch hier, finde ich, ändert es auch einfach das komplette Gesicht, wenn von dunklen Augen auf helle pigmentiert wird oder Tätowierfarbe eingespritzt wird. Ich erkläre euch aber jetzt erstmal, was in dieser OP tatsächlich passiert, damit das hier nochmal deutlich wird. Denn okay. Es ist ein irreversibler Eingriff mit Risiken. Es gibt zu der Technik keine ausreichenden wissenschaftlichen Beweise. Es wird Tinte in die Hornhaut gespritzt. Dort besteht die Hautgefahr von einer Augeninfektion, die zu Schmerzen, Schwellungen, verschwommenen Sehnen oder sogar dauerhaften Verlust des Sehvermögens führen kann. Außerdem kann die Tinte auch in andere Bereiche auslaufen. Darüber hinaus könnte es ein weiterer Auslöser für weitere Augenkrankheiten sein, wie zum Beispiel chronisch trockene Augen, Hornhautektasie, bei der die Hornhaut ihre normale Dicke deutlich verliert, Photophobie oder Lichtempfindlichkeit, allergische Reaktionen, grauer Star, Verstopfung des Abflusses des Kammerwassers, grüner Star. Wäh. Oh scheiße, mein Abwasser-Augenrohr ist verstopft. Und viele weitere Punkte, die ihr hier sehen könnt. Und natürlich auch wieder Verlust des Sehvermögens. Erblindung. Komisch, steht in diesem Kommentar hier aber gar nichts davon. Und jetzt kommt ein Satz, der mich maximal aufgeregt hat auf ihrer Website. Und zwar, bald wird es möglich sein, seine natürliche Farbe wiederherzustellen. Die Operation kann also bald rückgängig gemacht werden. Nein, die Operation kann also rückgängig gemacht werden. Noch nicht. Ja. Dr. Ferrari. Geil. Der Dr. Ferrari. Was geht ab? Ich bin der Dr. Ferrari. Schmerzlos, schnell, zuverlässig. Und nach der Operation, wenn sie uns anzeigen wollen, dann müssen sie nur den Brief in unseren Briefkasten hauen. Viel Erfolg dabei. Kann rückgängig gemacht werden. Genauso wie die Hyaluronsäure in meinem Gesicht, wie es damals erzählt worden ist, oder bei vielen anderen, die uns übrigens. Aber wie willst du es dann wieder rückgängig machen? Wenn du die Augen, wenn du diese Partikel, ich weiß nicht, wie es funktioniert, diese Farbpartikel in meinen Augen rauslaserst, dann musst du sie ja, um das wieder herzustellen, musst du ja extern etwas einfügen in meine Augen. Entweder du fügst was ein und das geht ja nicht mit einem Laser. Der Laser, der depigmentiert das nur. Das heißt, du musst mir quasi dann zum Wiederherstellen etwas reingeben in meine Augen. Übertätowieren, über meine Iris, das wäre vielleicht was. Übrigens alle langsam so aussehen lässt, als hätten wir einen harten Boxkampf hinter uns. Oder eventuell wie die pigmentierten Augenbrauen, die ich mir habe vor 15 Jahren stechen lassen, bei denen mir gesagt worden ist, dass sich zu 100% die ganze Farbe wieder zurückbildet. Oder eben auch wie bei meinem Microblading, wo gesagt worden ist, kein Problem, nach 3 Jahren löst sich das auf und das hier vorne komplett in die Haut verschwommen ist. Ja, ist Microblading nicht genau das gleiche wie eine Tätowierung, nur etwas anders, oder du gibst es nicht, oder du tätowierst nicht so tief in die Augen rein oder so, in die Haut rein. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert, aber oder dieses Permanent-Make-up. Permanent-Make-up hört sich super an. Vielleicht ist es auch ein Blödsinn, was ich jetzt erzähle, aber dieses Ding mit den Augenbrauen, das ist einfach nur eine Tätowierung. Und jetzt erklär mir mal, wie es funktionieren soll, dass du in eine Hornhaut kleine Löcher reinfräst, in der dann Tinte eingefügt worden ist, wo du die Tinte wieder rausziehen willst. Und genau deswegen werden nämlich die Risiken und Gefahren in den Kommentaren nicht erwähnt. Dieser Eingriff ist nach dem Permanent Make-up ist nicht so tief wie eine normale Tätowierung. Okay, aber du bist dort mit einer Tätowiermaschine. Heutigen Wissensstand
nicht empfehlenswert. Es wird in folgenden Ländern angeboten. In Frankreich, Spanien, USA, Ägypten und Italien. Und hier auch nochmal der Reminder an euch. Ich habe damals in diesem Video, was ich für euch gemacht habe, euch davor gewarnt, dass ich für eine Brustvergrößerung eine ganz minimale makrolane Hyaluronsäure habe injizieren lassen. Und dann hat sie sich die Brüste tätowieren lassen. Das ist crazy. Wurde mir damals auch versprochen, das baut sich nach Jahren wieder ab. Keine Sorge, es ist nur eine ganz minimale Vergrößerung, gerade wenn man halt ungleich große Brüste hatte. Und das Ganze wurde überall angeboten, nur nicht in Deutschland. Deswegen habe ich es damals in der Schweiz machen lassen. Und jetzt habe ich gesehen, vor 3 Jahren wurde es auch dort nicht mehr zugelassen und ist vom Markt genommen worden. Und das Ganze ist jetzt schon 10 Jahre her. Also auch wenn euer Arzt euch vor 10 Jahren gesagt hat, habt keine Angst, da gibt es keine Risiken, kann es nach 5 bis 6, 7, 8, 9 Jahren Langzeitschäden geben, weswegen Dinge auf einmal vom Markt verschwinden. Und das Ding ist halt, du kannst in der Situation nichts anderes machen, außer deinem Arzt vertrauen. Kannst du nichts anderes machen. Du wirst, klar kannst du im Internet recherchieren und kannst nachschauen, naja, was gibt es da für Erfahrungsberichte, was haben andere Leute gemacht, welche Eingriffe haben andere Leute gemacht und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt sitzt der Arzt vor dir und wird dir sagen, ja, ist kein Problem, das wird sich wieder abbauen und fertig. Ich habe Medizin studiert und das 10 Jahre lang oder so. Na, was wirst du denn dann machen? Nein, aber ich habe auf gutefrage.net gelesen. Das gleiche ja auch mit der Sache von Bright Ocular, wo Leute teilweise seit 10 Jahren die Linse drin hatten und auf einmal Probleme bekommen haben und dann gemerkt haben, dass ihre Iris gar nicht mehr existent ist und sie erblinden müssen. Damit rühmt sich diese Seite nämlich übrigens auch, dass es bereits seit 13 Jahren ausgeführt wird und es sind noch keine Risiken bekannt. Außerdem wurde auch gesagt, dass es nach dieser Prozedur sehr schwer ist, wenn man im höheren Alter mal Probleme hat mit den Augen, Augenkrankheiten irgendwie nachzuweisen, weil ja die Hornhaut komplett gefärbt und trüb ist. Ich möchte noch ein paar sehr schöne Kommentare mitgeben, die unter den TikToks so zu lesen waren. Augenfarben sind sowas Individuelles. Wie kann man das nur ändern wollen? Find's schön zu sagen, ich habe die Augen von meinem Papa oder Mama oder Urgroßeltern, was auch immer. Ich finde, wenn man die Augenfarbe ändert, dann nimmt es einem die eigene Persönlichkeit weg. Ich finde es so traurig, dass so viele Leute in den Kommentaren gesagt haben, ich will meine braunen Augen wegwerden. Und wenn Leute, die blaue Augen hatten, zum Beispiel kommentiert haben, so einen Schwachsinn, haben Leute drunter geschrieben, ja, du hast ja auch keine braunen. Als wären braune Augen etwas Schreckliches. Und hier muss ich mich nochmal bestätigen, denn ich wollte immer braune Augen. Und dazu sagt dieser Kommentar, here I am with blue-gray eyes, wanting brown eyes like hers. Zeigt wieder perfekt, wir wollen immer das, was wir nicht haben. Und ich sage es euch ja teilweise, wie schade ich es finde, dass wir alle einfach nur Kopien voneinander werden. Alle haben die gleichen Nasen, die gleichen Lippen. Jetzt haben wir bald alle nur noch helle Augen. Es ist dieses ständige Optimieren, dieses ständige, was an sich ändern wollen. Ich habe es einfach so satt. Und deswegen kann ich euch auf jeden Fall einen Tipp mitgeben, der vom Spiegel geschrieben worden ist. Für alle, die mal eine andere Augenfarbe ausprobieren wollen. Hier, etwa farbige Kontaktlinsen. Ich verstehe nicht, warum man immer Entscheidungen treffen muss, die ein Ergebnis endgültig machen. Eine Augenfarbe zu ändern, auch wenn die da reinschreiben, du wirst sie wieder umändern können, ist höchstwahrscheinlich Bullshit, wie mit... Mich würde halt interessieren, wie viel das kostet. Allem anderen, was dir gesagt wird, dass... Und das rückgängig machen, falls es dann jemand einmal möglich ist. ...du es wieder rückgängig machen kannst. Du kannst fast keine Operation wieder zu 100% zu deinem alten Ergebnis rückgängig machen. Und das sollte euch bewusst sein. Und ihr solltet verdammt nochmal aufhören, eure Freunde und Freundinnen unter solchen bescheuerten Beiträgen zu verlinken, sondern ihr solltet denen nämlich sagen... Sondern eure Feinde, ja, die solltet ihr verlinken, damit sie sich das machen lassen. Oh, schau mal her, Michael, hast mich 10 Jahre lang gemobbt, schau mal, cool, deine Augenfarbe kannst fair. Wie ihr seid, denkt nicht an so einen Schwachsinn und ändert bloß nicht deine Augenfarbe. Und hier auch nochmal an euch. Diese Ärzte wollen mit euch Geld verdienen. Und das ist das Verrückteste, dass die einfach nur sehen, okay, es gibt eine Nachfrage an irgendetwas. Was kommt denn als nächstes? Jo, ich kann mein, ich weiß nicht, was kannst du nicht verändern? Ja gut, Haare kannst, ja, klar, Haare kannst du entweder nach, also so, gibt dir dieses Ding, wo du dann quasi überall, wo ich lange Haare habe, das rasierst du dir alles hier ab, zack, ist alles weg. Und dann klebst du dir so ein Ding drauf. Das ist ja nicht gesundheitsschädlich oder so. Dann hast du lange Haare, aber musst du es halt einmal im Monat rasieren und so. Oder du machst eine Haartransplantation. Deine Ohren kannst du anlegen lassen. Deine Augenbrauen kannst du hier permanent Make-up machen lassen. Bart-Transplantationen gibt es auch. Habe ich nicht gemacht, by the way. Beinverlängerungen gibt es auch. Ja, safe. Alles kannst du euch machen. Nase und so. Und Zähne natürlich auch. Und Augen halt noch nicht.
oder gab es noch nicht. Und dann sind die hergegangen und haben gesagt, naja, da gibt es eine Nachfrage, das würden Menschen machen. Und egal wie viel Risiko dabei besteht und was für Langzeitfolgen das mit sich bringen kann, das ist uns egal. Wir bieten es an, weil wir wollen das Cash. Die erzählen euch natürlich das Beste des Besten von dieser Operation. Und wie gesagt, es gibt auch tolle Kontaktlinsen, die ihr tragen könnt. Oder geht es dir da draußen im Besonderen nur darum, dass du von fremden Menschen hörst, was für tolle Augen du hast? Ganz kurz, ich glaube, by the way, Haartransplantationen sind mitunter wahrscheinlich bei Männern so das weit verbreitetste. Was ich mir auch einreden lasse, weil wenn du deine Haare verlierst, gerade auch in sehr jungem Alter, dann kann das ein sehr... Ich meine, schau da an, was das für einen Unterschied macht hier. Wayne Rooney Hair. Der zum Beispiel auch... schau, das macht halt schon einen großen Unterschied. Oder hier David Beckham, oder? Der hatte ja auch Haarausfall, das wissen ja viele Leute nicht, ne? So hat er ausgeschaut. Und jetzt schaut er wieder wesentlich jünger aus und sowas. Oder wesentlich volleres Haar und sowas hat er. Und ich glaube, das sehen viele Leute und denken sich, yo, die Promis können das. Und das ist so diese eine Sache in deinem Kopf die ganze Zeit, die dich die ganze Zeit so aufregt. Und wo du dir denkst, ey, wenn ich das einfach machen würde, dann würde mein ganzes Leben viel besser. Und bei manchen Menschen sind es anscheinend die Augen. Auch wenn sie schöne... Jürgen Klopp, genau. Jürgen Klopp. Auch wenn sie schöne Augen haben, sie blenden das einfach aus, weil das für sie einfach nicht schön ist. Und dann gehst halt so ein heftiges Risiko ein. Du dann sagst, ja, die habe ich von meiner Mama oder meinem Papa oder meinen Urgroßeltern geerbt. Oder wirst du ihnen vielleicht sagen, Dankeschön, ich habe mir nämlich Tätowierfarbe in meine Hornhaut gespritzt, da es mir wichtig ist, von anderen Menschen immer Komplimente zu bekommen und deswegen meine Sehfähigkeit eventuell gefährde. Denn mir ist es wichtig, mit meiner Augenfarbe aufzufallen und was Besonderes zu sein. Denkt mal drüber nach. Bitte. Echt? Upper Red hat er auch eine. Aber es sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Lernt. Also informiert euch da immer. Aber ich glaube, Haartransplantationen sind gar nicht mal so unverbreitet. Also unverbreitet. Maximilian hat er auch eine. Von all den Videos, die ich für euch gemacht habe, ich würde so gern alles rückgängig machen, was ich jemals gemacht habe. Und zwar nicht rückgängig im Sinne von, ich lasse irgendwie Hyaluronsäure auflösen, sondern ich hätte es am liebsten niemals getan. Und ihr werdet irgendwann auch an dem Punkt ankommen, an dem ich bin. Deswegen, ich verfluche Schönheitsoperationen überhaupt nicht. Es gibt Schönheits-OPs, wo ich sage, ja, das hilft den Leuten, sich in ihrer Haut wohler zu fühlen oder gibt ihnen Selbstvertrauen oder was auch immer. Aber das sind nur sehr wenige Ausnahmen, muss ich sagen. Und bei den meisten denke ich mir so oft, meine Güte, du bist so schön und du siehst es leider nicht. Ich sage euch ja immer, ein Glow-Up beginnt nicht von außen, sondern von innen. Deswegen fangt mal an, innen in euch hineinzufühlen, was eigentlich los ist, dass so viel Veränderung und so viel Wünsche in euch eben entstehen und vorkommen. Deinstalliert mal Social Media, ich sage es oft genug und distanziert euch von so einem Scheiß. Und eigentlich muss ich sagen, würde ich solche Beiträge am liebsten melden, weil ich finde es einfach so frech, dass sowas hier in Deutschland beworben wird, obwohl man die Operation hier in Deutschland nicht mehr machen darf. Deswegen passt auf euch auf, klärt aneinander auf und wenn ihr eine Freundin oder einen Freund habt, die unzufrieden mit euch sind, dann bitte verlinkt sie nicht unter solche Beiträge und sagt, guck mal, du bist hässlich, du kannst es hier ändern. Das ist nicht der Sinn der Sache, Leute. Bitte, bitte, seid lieb zueinander. Ich bin gespannt über... Vor allem, ich hätte über deine Meinung. Keine Meinung, es wird immer irrer. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Kolorieren wir unser Gehirn vielleicht dann irgendwie von rosa zu schwarz? Ich habe keine Ahnung, ich will es gar nicht wissen. Das meine ich übrigens nicht mit Glow-Up von innen. Ich bin raus, ich habe genug. Ich würde mich immer über den Daumen sehr freuen, über deine Meinung. Hey, bekommst du. Was? Das muss doch falsch sein. 2 Dislikes waren da gerade. Das muss doch falsch sein. Aber stark. Nein, auf jeden Fall. Vor allem halt, wenn ich das jetzt mit dem anderen empfehlen würde und der würde das dann machen aufgrund von mir, ich würde mich und dann halt Probleme hat, dann würde ich sowas von ein schlechtes Gewissen haben. Imagine, jemand anders verliert sein Sichtvermögen oder wie auch immer, sein Sehvermögen, Entschuldigung, aufgrund von einem blöden TikTok-Kommentar von dir, weil du dir gedacht hast, ah, oh, das ist ja cool, ah, oh, das kann man ändern lassen, das ist ja super. Wahnsinn.